Die Kämpfe zwischen den ukrainischen und den russischen Truppen um die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine sind fortgesetzt worden. Ukrainische Artillerie hat ebenfalls russische Stellungen in den Regionen Luhansk und Cherson angegriffen. Dabei seien ukrainischen Angaben zufolge insgesamt rund 200 russische Soldaten getötet worden. In einem Interview sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, dass sein Land einen Friedensgipfel für Ende Februar anstrebt, nach Möglichkeit mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres als Vermittler. Zugleich warnte die Ukraine vor einer möglichen neuen russischen Offensive nach der Drohnenattacke auf einen Militärflugplatz in Südrussland. Laut Moskau handelte es sich um eine ukrainische Drohne, die von der russischen Flugabwehr abgeschossen worden sei. Dabei seien drei russische Soldaten von herabfallenden Wrackteilen getroffen und ums Leben gekommen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Unterdessen räumte Russlands Präsident Wladimir Putin bei einem Gipfel der Gemeinschaft unabhängiger Staaten GOS in St. Petersburg Unstimmigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten ein. Die GOS besteht aus früheren Sowjetrepubliken, darunter Russlands engster Verbündeter Belarus. Das russische Verteidigungsministerium hat an diesem Montag diese Bilder von gemeinsamen militärischen Übungen von russischen und belarussischen Truppen veröffentlicht. Erst vor einigen Tagen war Putin in Minsk zu Besuch.